So, fangen wir mal ein neues Let's Play hier an. Mal so ein Retro. Wie? Retro? Moment. Also war das aber nicht gemeint. Warte mal, Reset. Nee, wird nicht besser. Scheiß NES-Gedöns, ey. Warte mal. So, Cartridge raus. Und, ihr kennt das ja, ne? Einmal über die Kontakte pusten. So, nochmal rein und Start. Jo, das sieht schon besser aus hier. Das war schon gerade die alte Grafik, hier, neues Spiel, alte Grafik, kann doch gar nicht sein. Als habe ich euer verarscht hier. Nein, es geht hier um DuckTales Remastered. Mein Name ist TG vom Kanal Durchgespielt. Und es gibt mal wieder ein Solo-Let's Play. Und zwar von eben diesem Spiel hier. Habe ich mir jetzt wieder für ein. Achtung, schmaler Taler. Dagobert Duck. Zugelegt das Spiel und habt da auch richtig Bock drauf. Auf dieses Spiel, weil, wie soll ich sagen, in meiner Kindheit, um genau zu sein, also das kann doch nicht mal Jugend sagen, das war schon wirklich Kindheit, habe ich dieses Spiel auf dem NES vom Kollegen gesuchtet wie sonst einer. Jetzt gibt es die Remastered-Version davon, die soll sich sehr nah ans Original halten, nur halt wirklich in die neue Zeit gebracht worden sein und darauf freue ich mich jetzt nochmal. Und warte, jetzt nochmal die Titelmelodie einmal hören. Life is like a hurricane here in Duckburg. Und so weiter und so weiter. Ja, okay, neues Spiel. Einfach, Mittel. Wir machen mal Mittel. Eine Bombe. Wer sieht sie nicht? Viele Bomben. Oh, die Panzerknacker brechen in den Geldspeicher von Dagobert ein. Quick, Duckworth, get the limo. I shall get her in gear, sir. Okay, ich brauche schon mal nicht nachvertonen. Hurry, Duckworth, hurry! The pedal is to the metal, Mr. McDuck. Die sprechen nämlich passenderweise selber. Boah, das sieht ja wirklich sehr gut aus. The Beagle Boys again. If they think they can stand between Scrooge McDuck and his 3 cubic acres of cash, they've got another thing coming. Also grafisch gefällt's mir. Alles klar. Warte mal, wie funktioniert das? Also springen ist schon mal. Also ich spiele mit dem Gamepad natürlich, mit dem Xbox Gamepad. A ist springen. A, B ist dieser komische Pogo-Stick. Noch was? Die anderen beiden machen gar nichts, aber warum auch? NES hat ja auch nur 2 Tasten. Hüpfen mal hier rum. Weil DuckTales typisch irgendwie so Schätze sind so meistens so versteckt in der Luft irgendwo rumhängen. Da zum Beispiel. Das heißt, man hüpft dann quasi hier rum. Wobei das Spiel sich nur aus Hüpfen besteht. Oh, das war ja der Hammer. Voll der Rastafari, ey. Ja, Mann. Oh, don't worry, lad, I'll save you. Okay, halte ihn. Ja gut, das konnte ich ja inzwischen schon. Also man hüpft sich nur hier rum und mit dem Pogo-Stick, man läuft noch normal und springt und klettert. Aber Pogo-Stick, der Hopse ist halt so. Ja, schon ein großer Teil vom Spiel. So war es zumindest auf dem NES. Thanks, Uncle Scrooge! You're welcome, lad. But Huey, what are you doing here? We? Sure. Louie and Dewey are here too. You better hurry, Uncle Scrooge. We might be in trouble. Also die Stimmen finde ich auch gut. Also die von Dagobert finde ich zumindest sehr gut. So, wieder rumhopsen hier. So oben ist hier auch noch was, genau. Alle hopp, alle hopp. Da kann ich wieder drauf springen, genau, kann ich auch. Und ab nach oben hier. Warte, ist da auch noch was? Warte mal, ist ein bisschen doof hier, so. Nee, da oben ist nix. Mal rüber. So. Weiter nach oben! $160,000 habe ich schon. Ob das was zur Aussage hat, weiß ich gar nicht so genau. Oh, so eben getroffen.
Alle hopp, alle hopp. So, den kann ich sicher schlagen. Oh, falsche Taste. Den kann ich sicher schlagen, genau. Und dann drauf hopsen. So. Sicher, ne? Wobei ich nie verstanden habe, welcher von denen Tick, Trick und Track ist. Also das ist schon jetzt Trick, der blaue, okay. Das habe ich damals schon in den Comics nicht verstanden. Sorry, Scroogey. Not a chance. I'm starving. Okay. Da kommt ein Hamburger, okay. Und so. Ui, das war ja fast ein Effekt wie bei Turtles in Time damals auf dem Super Nintendo. But I saw Louie heading up the stairs with about 1,000 Beagle Boys right behind him. Stay here. I'll handle this. So, vielleicht mal zur Info, weil so viel zu erzählen gibt es nicht, außer dass ich rumhopse und schlage. Das ist jetzt einfach mal eine Testfolge. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Also von DuckTales jetzt in dem speziellen Falle hier. Ich hab den Diamanten vergessen, scheiße. Egal. Weil sonst, ne... spiele ich das hier auf jeden Fall weiter. Wenn ihr das mitgucken wollt, dann ja, sagt mir kurz Bescheid per Kommentar. Ja, Kommentare sind jetzt relativ cool bei YouTube, muss ich ja sagen. Finde ich schon sehr gut, das neue System mit Google Plus. Aber wie gesagt, sagt mir Bescheid, ob ihr mehr von DuckTales Remastered sehen wollt. Weil nochmal so ein Desaster wie bei Remember Me mache ich nicht nochmal mit. Dass sich die Leute anfangen zu langweilen oder sowas. Also sagt mir Bescheid. Einfach TG, spiel DuckTales weiter. Oder nee, TG, spiel was anderes. Möchte aber auch direkt dazu sagen, also sowas wie Battlefield spiele ich natürlich auch. Oh, scheiße. Dann mach mal, ich sehe, was hier gemacht habe, aber ist egal. Also, genau so. Battlefield spiele ich natürlich auch. Nur, ich möchte nicht noch einer von diesen Battlefield-Spielern sein, weil so gut bin ich dann auch nicht, dass ich da mit Skill noch ein Löcher glänzen kann. Weil ich möchte lieber so ein anderes Publikum jetzt nicht erreichen. Also jetzt hin. Okay, da kommt der Duck auf Speed hier. Also, anderes Publikum erreichen, beziehungsweise ich will nicht noch einer von diesen... Opa. Ah, der hätte ich mit dem komischen Goldstrahler durchlaufen müssen. Was? Ich komme nicht zum Ende meines Satzes hier, meine Güte. Egal, mein Spiel, meine Regeln, mein Video. Schluck Kaffee. One false move and I'm a roast duck. Okay, ein Laserstrahl, der... It's not worth it. Nonsense, my boy. Okay, das schalte ich da oben. Jetzt muss ich hier erstmal den unteren und dann den oberen drücken. Genau. Oh, ja toll. Sagt's und bringt rein. So. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, Battlefield-Spieler und noch so einer, der Call of Duty und Battlefield-Videos macht. Ich würde gerne mal was anderes zeigen, weil Battlefield-Videos und Call of Duty-Videos seht ihr bei Jimpanse genug oder beim Porn for Gamers Alex und viele, viele tausend andere Kanäle, die auch Battlefield machen. Ich bediene mal ein anderes Klientel hier, einfach mal zur Abwechslung des Ganzen. Hoffe, euch gefällt das soweit. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr weiter DuckTales remastert oder vielleicht schon einen anderen Vorschlag für mich habt. Ob ihr das sehen wollt hier. Ansonsten spiele ich das halt alleine für mich durch. Oder ich lasse euch teilhaben an einem Teil meiner Jugend, sag ich mal. meiner Kindheit. In Form von eben diesem Spiel DuckTales Remastered. Okay, Endgegner? Erfahrung sagt mir, ich kann ihm jetzt nicht mit dem Pogo-Stick auf den Kopf hoppen, weil er einen Helm auf hat, genau. Okay. Was macht er da oben? Ah, okay. Ah, super. Ich hab auf dem... das war schon mal sehr gut hier. Wie soll ich denn ausweichen? Ah, okay. Und jetzt kann ich ihn auf dem Kopf hauen. Alles klar, habe ich verstanden. Warte mal. Erstmal ausweichen. Und auf den Kopf. Okay. Na? System verstanden. Ja, und dann zupfen wir nochmal drauf hier. Da kommt welchen aus, also mehr als drei sind es schon mal. Oh, scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Und komm, das war der letzte, ja, weil der letzte Inhalt wird gespeichert. Bitte System nicht abschalten. Curse you, my duck! The
this ain't the last you'll see of me. Das hier me. Also die Stimmen finde ich echt sehr gut. Muss ich wirklich sagen, die Stimmen finde ich genial. Why in the world was he interested in this old painting? Surely there are more valuable. Well, pluck me pin feathers. It looks like some kind of secret code. Boys, boys. What did you find, Uncle Scrooge? Die Schatzkarte. Yeah, what is it? I'm not sure. Jetzt fällt mir gerade auf, das Level gab es, glaube ich, gar nicht im Original. Da hat man sofort so eine Weltkarte gehabt und konnte sich die einzelnen Level da auswählen, meine ich. Ich vermute mal, dass es aber jetzt kommen wird, weil er hat ja eine Schatzkarte gefunden. Auch im ersten Teil natürlich. Wie gesagt, das ist ja nur ein 1:1 Remake mit aber richtig geiler Grafik, wie ich finde. Und jetzt komme ich gleich sicher auf die Weltkarte, wo ich den Amazonas und so weiter auswählen kann. Only Uncle Scrooge would call any kind of treasure ordinary. Look, one of the doch, die Grafik ist gut. In the middle of the Amazon. Schade, dass sie den Mund nicht bewegen. Jetzt, das fällt jetzt gerade auf. Die bewegen den Mund beim Sprechen nicht. Aber man weiß sofort, wer der spricht, weil er gerade irgendwas macht. Hat ein bisschen was von den Power Rangers. Yeah, there's no mountain on earth that's that high. Well, according to the Junior Woodchuck's guidebook, to get there we'd have to take about 537 million steps straight up till we reach the moon. You mean the moon, moon? It looks that way, lads. Well, what are we waiting for? Okay, machen wir hier gleich natürlich ein Päuschen, beziehungsweise Stöppchen. Sag mir, ja genau, jetzt kommt die Weltkarte sicher, ne? Genau, die Musik passt schon mal. Genau. Ja, nächstes Mal fangen wir damit mit dem Amazonas an auf jeden Fall. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das hier weitersehen wollt oder nicht. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und Tschöchen mit Öchen. Euer Tigi vom Kanal Durchgespielt. Ciao!